Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Story. Ja, im letzten Part haben wir Kapitel 24 angefangen, die Reptilienkatakomben, und ich war doch schon in diesem Bereich. Schade. Egal. Und wir gehen jetzt durch diese Türe, nachdem wir die Bernsteinhauer in diese Statue eingesetzt haben und sie sich einen Weg, also, und die Statue einen Weg unten geöffnet hat. Ich hätte auch einfach 5 Meter weiter laufen können, dann hätte ich einen Speicherpunkt bekommen. Oh. Ich sag jetzt nichts. Einmal speichern. So. Lunte geht. Weil es fehlt ja noch unser Boss. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh, da kommt der Reptilier noch. Einfach rumlehnen. Die beten da irgendwas an, kann das sein? Oh, okay. What the fuck ist dies? Königin der Tiefe! Boah, aber die kriegt einen Schaden, ey. Warum kommt die so viel Schaden von uns? Ein bisschen übertrieben, ne? Komm, du darfst ein bisschen auf Kampf gehen. Nein. Entferne bitte auf die Mutter, die Königin der Tiefe. Ey, Schätzchen, hier bin ich. Boom. Ich sehe nicht, wo das Viech ist. Da. Ich treffe, glaube ich, auch gerade echt nicht. Was macht denn das Ding? Hab ich getroffen? Oh shit! Oh Gott! Aha. Nimm die Bombe ruhig mit. Ich werde schon wieder hochgeschmissen. Ich glaube, es hat funktioniert. Reptilienflamme. Items. Items über Items. So. Ich muss jetzt mich erstmal hier umgucken und mich vergewissern, dass hier keine anderen. Na? Was sieht's gut, ihr Auge? Natürlich sowas. Gut, für sie dafür plus 1 ist jetzt auch wieder relativ, ne? Aber wir sind ja hier. Das alte Grimoire, genau. Dafür sind wir gekommen. Ist hier noch was? Irgendwie noch was? Irgend noch was? So, jetzt hätte ich ganz so eine fette Schatzkammer. So mit 5-6 Truhen. More stairs. I'm shedding pounds just looking at them. Yeah, right. They're just stairs, you wimps. Come on. 1, 2, 3. Just stairs. You lost count? I didn't. 3595, 3596, 3597. I ain't moving. I'll just live here. You always have the best ideas. And so Zael and the others eradicated the reptids and their queen. After their long climb, they were welcomed into a new day by the warm rays of the sun. Nur Stufen, ja, so knappe 4000 Stufen. Oder waren es auch 3500? Ich habe echt nicht aufgepasst. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Zurück an unserem Ursprungsort. Nope, ich hätte gern die Karte.
Fuß, X. Ah, warte. Und ab in die große Halle. Ich habe keine Lust gerade zu laufen. Jetzt gehen wir nämlich zu Horus. Und wenn wir bei Horus sind, gehen wir das Grimoire ab und dann haben wir ja... Dann können wir ja Flüche brechen und wir haben ja, glaube ich, 3 Waffen, die verflucht sind. Oh. Nein. Jupp, yep, in die Stadt. Ja. Weil. Kapitel 25 ist ebenfalls ein optionales Kapitel. Das werden wir natürlich genau hinterher setzen. Das wird dann das letzte optionale Kapitel sein in nächster, ferner Zukunft. Danach, also es gibt noch 2 optionale Kapitel. Die kommen aber recht spät noch. Ouch! Yep, sorry. The island started moving. It's like we're flying away with the birds. Von vorne sieht sie aus, als wäre sie komplett übergewichtig. Und wenn man so von der Seite und von hinten guckt. Creepy. Kameraeinstellung. Ja, Marie, wo bist du, Marie? Sucht immer noch da oben. Steht schon seit 10 Jahren da oben. Ja, ich weiß, es ist eine Sidequest. Könnte man machen. Sorry, dass ich zu faul bin. Seht ihr es? Wer bist denn du? Seht es so. Wenn ihr jemals dieses Spiel selber spielt, wisst ihr nicht, wie die ganze Zeit funktionieren. Das heißt, ihr habt nicht alles gesehen von mir und ihr habt noch Spielspaß, ohne dass ihr alles wisst und so, ne? Ne? Warum keine Sprachausgabe? Ja klar, Fluch entfernen, und zwar vom Phantomschwert. Was? 310? Licht des Fremden brauche ich dafür. Ah! Sehr geil. Waffenschmieden. Beziehungsweise fangen wir erstmal an zu verkaufen. So, der bleibt erstmal. Das alles bleibt. Das Phantomschwert auch. Der Rapier 3-mal kann raus. Die Reptilienflamme bleibt. Die Reptilienklinge kann raus. Und nochmal. Ritual durch kann 2-mal raus. Schnitter bleibt. Silberschwert habe ich 3 Stück, kann 2 weg. Tarnbeinschutz, tschüss, tschüss. Und so bleiben wir. Waffe schmieden. So. Ogre, man braucht immer noch einen Ogernagel. Einen Adelsring haben wir immer noch nichts. Also hatten wir schon, aber. Ne? Reptilienreste haben wir nicht bekommen. So. Phantomschwert versus Menschen. Mhm. Ist eigentlich recht cool, die Waffe dann. Okay, besser als der Rapier schon mal. Die Reptilienflamme. Das kommt besser Scheiß. Hat Angriffe haben das Element Feuer. Schön. So, Schnitter. Die hat recht viel Magie. Die Waffe. Oh, und die ist gar nicht schlecht. Die ist recht gut, die Waffe. So, und sonst haben wir Karma. Brauche ich einen Sonnenstein. Piratensäbel. Ja, ja. Ich weiß, Sonnensteine kriegt man nur durch Quests an sich, aber ich hätte auch gern echt einen Sonnenstein. Muss ich gucken, wie ich den krieg. Vielleicht kriege ich ihn auch jetzt schon gar nicht mehr. Könnte natürlich auch sein. Ich habe hier noch... Ja, Silberschwert. Ich habe hier Reptilienarmbrust letztes Mal gelesen. Ja, natürlich Reptilienarmbrust. Gott, deswegen, wie kann man nur so doof sein? So, Daddy, aber so ein Arsch voll... Oh? I hear Horus has been sneaking out and going on archaeological digs behind my back. He doesn't think I know about this, of course. Well, I suppose there's no helping it. He loves his archaeology so much, it would be cruel to try and stop him. I'm just glad he spends more time at home these days. But if he knows that I know, it'll only encourage him. So mum's the word. Na gut. Ich würde eigentlich eh nur umrüsten. Und zwar, der Schnitter hat... Jetzt muss ich kurz gucken. Der Schnitter gibt extrem viel Magie hoch. Lol. Lust auf den Schnitter? 750 Magie, ja. Wir geben ihm den Schnitter. Schöne Sense. Oh, extrem cool. Oh, Sensen. So, und das... wo ist... Achso, Dekren. Nee, da ist Dekren. Ja, Frostklinge. Phantomschwert kann raus, Rapier kann raus, Reptilienflamme kann raus. Oh Mann. Also wieder rein.
kurz schmieden, nach Schmieden gucken. Die drei können raus. Ja. Also das Phantomschwert, Reptilienflamme und der Rapier. Wir haben so viel Geld. So? Hätten wir das? Ich könnte noch theoretisch eine Rüstung verbessern. Wie sieht denn mit der Rüstung aus? 4-4. Jagdrüstung plus 2. Ich habe keinen Gnomenkoffer, kann das sein? Mint. Leichter Bandschutz plus 3, plus 4, plus 4, plus 3, plus 4, plus 3. Ich mach's noch nicht. Erst später. Wir gehen jetzt nämlich zurück ins Schloss. Weil Kapitel 25 startet anscheinend im Schloss. Und zwar im Untergrund. Ich glaube, soweit ich weiß, in den Verliesen. Gehe auf jeden Fall mal in den Untergrund vom Schloss. Da muss es sein. Wenn es wieder die zwei Wachen auf mich zugekommen. So, Ferris will mit ihnen reden, ja, weiß ich. Ja. Ja, Ferris. Wollte sofort hingehen. Später. So. Die Rüstung sieht echt ganz cool aus. Ich frage mich, ob die sich noch weiter verändert. Finde ich auch ganz schön, dass... Also die Rüstungen sind ja hier relativ, ja. Manches gibt mehr, manches gibt weniger. Ich glaube, die geben sogar alle gleich viel. Nur wenn man sie plus, bis auf plus 6 und plus 7, je nachdem, aufgerüstet hat, dann kriegen die andere Attribute. Und, das ist halt das, also ausschlaggebend in dieser Rüstung hier. Und... Ja. Und halt, finde ich schön, dass die Rüstungen mit der Verbesserungsstufe sich auch selber verändern. So, wo geht's hin? In mein Verlies. Und dort gibt es zwei Wachen, die mit uns reden wollen. Also die mit uns reden halt, ne? Und sagen, dass verschwundene... Also dass andere Ritter, Soldaten verschwunden sind. Ich glaube, gerade die hier... Hey, you! Kann ich mit dir reden? Kann ich mit dir reden? Rumor has it that creature over there isn't even of this world. If I was ordered to capture that thing, I think I'd pack my stuff up and leave. Was hat? Sounds me right, don't it? Go on, laugh at me, Zael. If I get out, I think I'll start a business. Of course, I'm probably here forever. So, und irgendwo gibt's einen Guard. Please. I'm really ill. Okay. Count Argonen. I wonder what. Ah ja, okay, das ist der wohl immer noch. Ja, sorry. Geh mal weg. Ich kann nicht über die drüber springen, wenn ich nicht im Kampf bin. Also geh weg. Danke. So. Irgendwo hier muss es doch ein... muss es Soldaten geben? What are you? Kann ich mit dir reden? Wir dürfen nur Gefängniswärter durch. Okay. Gut, dann vielleicht doch nicht. Hier. Vielleicht doch im Schlossgewölbe. Springen wir wieder da runter. Das ist wieder der, der mir entgegenläuft, da ich nur gerade die Richtung laufe, muss ich mit dem hier reden. I hear some prisoners go mad. Okay. Der ist groß, der da in der Mitte. So, okay, gut. Mache ich ja nochmal die Türe auf und gehe mal ins Schlossgewölbe. Mal sehen, ob ich noch irgendwas finde. Den Soldaten, die dort stehen. In den Untergrund. Wer ist mit euch? Das kann natürlich sein. Doch nicht. So tut es derzeit nicht gestattet.
Vielleicht muss ich mit dem Rechten reden. Ich hab fast gedacht, dass es nicht funktioniert. In den Untergrund des Schlosses Lazulis. How's it? Oh? That Argonan founder must have. Oh, wait, you are. All that equipment of yours could use a little. Ah, okay, den Schmied hier unten. Okay, gut. Geht in den Untergrund von Schloss Lazulis. Und sprecht dort mit den zwei Wachen. Ich meine, Schlosshochhofer ist wieder nochmal ein Untergrund. In diese alte Grabstätte rein. Wo gibt's hier sonst noch was im Untergrund? Sprecht dort mit den zwei Soldaten. Zael, Sotherius has been looking for this. Ich gehe allein. In den Untergrund des Schlosses Lazulis. Da war ich ja gerade. Logischerweise. Und der eine hat was von gelabert. So, nee, ich bin niemand. Nee, das ist auch ein Schmied. Nein, es ruckelt, weil zu viele Leute hier sind. Nein, nein. Well. Jetzt sind wir ja gerade im Militärflügel. Jetzt reden die bestimmt auch mit mir. Oder auch nicht. Jetzt geht's zur Aussichtsplattform, in den Kanonenkontrollraum und in die unterirdische Grabstätte. Da gehen wir jetzt mal hin. Und wenn das nicht ist, dann muss ich echt nachgucken. Hab mir fast gedacht, dass hier niemand ist. Dann? Gerade nochmal auf. Vielleicht muss ich mit den beiden Soldaten. In den Untergrund von Schloss Lazulis. Kann ich aber über die Karte verstehen? Jetzt hier Untergrund von Schloss Lazulis vielleicht? Turm der Prüfung? Hey, da kann ich sogar hin! Cool! Bibliothek, große Halle, Wohnbereich, Ballsaal, Schlossgewölbe, unterirdische Grabstätte, Militärflügel, Aussichtsplattform, Kontrollen. Ich meine, es verliest nochmal. Irgendwo muss es jetzt dann. Typ geben, der mit mir redet. Und sagt, da ist ein Monster. Du, mit dir kann ich nicht reden. Und du sagst mir bestimmt auch wieder nur dasselbe. Du? Ja, genau, und du sagst auch nur dasselbe. Wo? Da darf ich nur ins Gefängnis weiter durch. Ja, schmeiß den Controller runter. Ja, gut, ich wüsste gerade echt nicht wo. Deswegen beende ich kurz die Folge hier. Die ist wieder eine kurze Folge, aber wieder nur eine Minute zu kurz. Ich bleib hier stehen. Das war's für dieses Mal mit The Last Story. Das nächste Mal werden wir hoffentlich Kapitel 25 starten können. Ich werde jetzt gucken, wo die zwei sind und werde dann da, beziehungsweise werde hier wieder weitermachen. Aber dann weiß ich, wo es hingeht.